wäre Blake jetzt draufgegangen, hätte ich auch nicht so um ihn getrauert, mal ehrlich gesagt. Naja. Scott Shelby ist wieder unterwegs. Anscheinend sucht er die nächsten Eltern auf. Mal kurz reinlinsen. Oh, ein kleines Kind. Keine Antwort. Ein Babyschrei drin. Kein guter Anfang. Ja, das stimmt. Okay, geschlossen. Finden wir einen anderen Weg. Das arme Kind. Ah ja, in der Türchen ist offen. Mrs. Bowles, jemand da? Was ist denn das da? Oh, mein Gott. Moment. Ein Abschiedsbrief. Na, gar nicht gut. Aber vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Wo ist die Dame? Das ist das Kinderzimmer. Mrs. Bolt! Mrs. Bolt, sind Sie da? Na, komm schon. Oh, Scheiße. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Es scheint noch nicht zu spät zu sein. Hopp, gleich auf das Bett hier. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaub schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Ja, es ist sowas Verantwortungsloses, ehrlich gesagt. Also, klar ist es schlimm, ein Kind zu verlieren, aber... Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Das Baby dann einfach liegen lassen und abtreten. Das ist traurig, wirklich. Und traurig ist auch, dass der gerade blöd läuft. So, jetzt aber. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Okay, gut. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay?
Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Sie heißt Emily. Okay. Tja, jetzt macht sich die Mutter auf einmal Sorgen, wie es dem Baby geht. Vor 5 Minuten? Naja. Muss halt der Dicke ran. Ja, stimmt. Gute Idee. Ja. Absolut konform damit. Erstmal Hände waschen. So, jetzt aber. Komm her. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Als müsste ich das im Real Life nicht schon oft genug machen. Okay. Wie ging das nochmal? Hm? Aber gut. Windeln wie ein Baby. Auch das gehört zu Heavy Rain. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Tja, ich würde mal sagen, es hat vielleicht Hunger. Und ich habe da hinten eine Flasche gesehen. Mhm. Ich mach das Ding mal lieber warm. Jo, besser ist das. Ich hoffe, es steht nicht schon ein paar Tage hier. Naja. Werden wir es ja gleich merken. Ja, ist ja gut. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Und rein mit. War ein schöner Zug drauf, das Kind. Na klar, ein Bäuerchen. Muss auch sein. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Ist es nicht herzallerliebst? Vorsichtig. Flop. So, widmen wir uns doch jetzt den erwachsenen Dingen. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte.
Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Ich verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Okay, sehr interessant. Anscheinend hat dieser Vater mit den Prüfungen angefangen. Das ist doch mal interessant. Aber hat er sie überlebt, weil er jetzt verschwunden ist? Nicht mehr auftaucht? Womöglich hat er versagt bei den Prüfungen. Gehen wir. Ja, die Story spitzt sich langsam zu. Man kann sich schon so seine Theorien zusammenbauen.